Oh, der Sand ist wieder zwischen den Zähnen weg. Jetzt geht's für die nächste große motorsportliche Herausforderung des Jahres in die Vereinigten Staaten. Die Rallye Dakar ist gerade abgeschüttelt. Da steht traditionsgemäß das nächste Highlight auf dem Programm. Das 24-Stunden-Rennen von Daytona in diesem riesigen NASCAR-Oval in Florida. Lukas Luhr ist gleich mein Gesprächspartner in der nächsten Talk-Reihe von der Zeitschrift Pete Walker auf unserem YouTube-Channel. Denn Lukas Luhr ist natürlich ein ausgemachter Experte für den US-Rennsport und auch für das 24-Stunden-Rennen in Daytona, den ersten großen Langstreckenklassiker des Jahres. Das 24-Stunden-Rennen von Dubai, das wir in dieser Ausgabe der Zeitschrift Pit Walk da hinten angerissen haben, hat sich da so ein bisschen vorgedrängelt in letzter Zeit, ist aber vom Status her noch nicht da angekommen, wo der IMSA-Klassiker Daytona schon längst gelandet ist. Allein schon das Bild von den Prototypen in der fast 40 Grad erhöhten Steilwand der letzten Zieleingangskurve des NASCAR-Ovals ist eine Schau für sich. Und auch sonst ist die Atmosphäre da was ganz Besonderes. Über all das und noch viel mehr möchte ich gleich mit Lukas Luhr sprechen im ersten YouTube-Talk des Jahres 2021. Einerseits über die rein sportlichen Herausforderungen von Daytona, andererseits aber auch das, was sich gerade hinter den Kulissen tut in Sachen Zukunftsplanung im Sportwagenbereich. Da gibt es ja auch eine ganze Menge. Ich hatte das bereits angesprochen im letzten Solo-Auftritt quasi, den wir ja während der Rallye Dakar etabliert haben für euch und der bei euch so sagenhaft gut angekommen ist, dass ich gedacht habe, den pflegen wir als weiteres Format parallel zu unserer Talkerei auch noch. Da war schon mal die Rede von Hypercars, von der GT3-Professionalisierung, vom Ausrotten der GTE-Klasse in Le Mans und auch in der IMSA. Da sind wir mittlerweile einen Schritt weiter seit gestern. Da sind meine Informationen, die ich diese Woche gehabt habe, inzwischen auch von offizieller Seite bestätigt worden. Das werden wir alles besprechen mit Lukas Luhr, meinem digitalen Studiogast, gleich in diesem Talk. Im ersten Talk des Rennjahres 2021. Vorher allerdings noch ein paar schöne Impressionen vom Raw, also vom Vortest- und Qualifikationsrennen aus dem Nudeltopf von Daytona, damit ihr euch einstimmen könnt auf das, was Lukas Luhr und ich, Norbert Okenga, gleich mit euch besprechen möchten. Viel Spaß dabei.
Also Lukas Luhr, du bist einige Male beim 24-Stunden-Rennen in Daytona gefahren. Wahrscheinlich ähnlich oft, wie ich da gewesen bin letzten Endes. Ich habe immer das Gefühl, wenn man in diese Anlage reinfährt, zunächst einmal durch diesen etwas maroden Tunnel, dann gähnen einen erstmal die Tribünen leer an wie ein deutsches Impfzentrum heutzutage. Aber man hat immer das Gefühl, eigentlich lohnt es sich gar nicht, dahin zu gehen, weil das interessiert keinen Menschen. Aber ich bin im letzten Jahr, als ich noch reisen durfte, mussten wir aus irgendwelchen Gründen hinten rumfahren. Also nicht durch diesen Haupteingang neben der vom Speedway Boulevard kommen, sondern einmal hinten rumfahren, tuckern ums ganze Oval und dann quasi da, wo der Highway verläuft, wo es hoch nach Orlando geht, da von der Kante rein. Und dann fährst du einmal durchs ganze Infeld, die Rennstrecke kommt dann eigentlich ran, wieder weg, wieder ran, wieder weg. Und da sind mehr Camper als beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, würde ich fast sagen. Da ist ein mordsmäßiger Andrang. Also so leer, wie das Oval mit den Tribünen ausschaut, ist es dann doch nicht. Es interessiert doch mehr Leute, als man auf den ersten Blick glaubt. Ja, das ist richtig. Zumal ist die Anlage ja natürlich so galaktisch groß. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn da, ich sag mal, 20.000, 30.000 Zuschauer auf der Tribüne sitzen. Man nimmt die gar nicht wahr, weil diese Tribünen sind ja in dem Oval ausgelegt für über 300.000 Menschen oder sowas. Und die Amis sind ja generell so, dass sie sagen, wir machen hier ein bisschen Barbecue, ne, und holen ihren Fässchen mit und hinten auf dem Pickup drauf mit Grillen und mit, also da kriegst du ja die verrücktesten Sachen zu sehen. Die haben ja komplett auf ihren Pickups komplette Couch-Garnituren, ja. Musikanlagen und alles aufgebaut und die fahren dann da durchs Infield rum. Ne? Und du hast natürlich auch im Infield selber, dann ist ja dieser Riesensee, der übrigens entstanden ist, weil man da die Masse rausgebaggert hat, um das Oval, die 31 Grad oder was es sind, hinzukriegen. Also das hat schon einen sehr, sehr speziellen Vibe und ganz spezielle Atmosphäre. Und da ist einmal ein Polizist, der steht da mit seiner dicken, fetten Harley, so typisch Ami-like, ne? Stiefel an bis über das Knie, hochpoliert, so eine Flieger-Sonnenbrille. Und ich war dann schon mal ein bisschen hektisch und wollte an dem vorbeifahren. Der hat mir das dann erklärt, dass er das nicht gut findet. Und der war so autoritär, da habe ich gesagt, okay, habe ich verstanden, mache ich nicht mehr. Ne? Also es ist halt in Amerika dieses Klischee, alles ist größer, höher, breiter, weiter. Also das trifft Daytona zu und man muss ja sagen, Daytona, die ganze Stadt, das ganze Drumherum lebt von, mit und für den Speedway. Das Ding ist ja nochmal aufgerüstet worden mit dem typisch amerikanischen Namen Daytona Rising, also Daytona nochmal höher gebaut übersetzt, um da eben auf diese Kapazität von, was weiß ich, glaube 340.000 oder was da rein können. Ich bin einmal tatsächlich da gewesen beim NASCAR-Rennen noch vor dem Daytona Rising, da war das Ding bis zum Stehkragen voll mit Zuschauern und das ist dann schon nochmal ein ganz anderes Erlebnis, diese Atmosphäre mitzukriegen, wenn man da empfänglich für ist, als für das 24-Stunden-Rennen. Kriegt ihr das im Auto beim Fahren mit, diese Verrücktheit im Infield, so wie man ja bei der Nordschleife öfter mal sagt, wenn du am Pflanzgarten vorbeikommst, kriegst du Hunger, weil die nachts oder abends am Grillen sind, kriegt ihr diese Atmosphäre im Infield da mit, wie du gerade geschildert hast, mit Couches, mit den Schildern, Show me your und so weiter? Das ist schwierig. Also du bist natürlich im Infield, gerade Multiclass Racing, ja, die Prototypen GTE, GT3, da hast du alle Hände voll zu tun. Also da kannst du jetzt nicht so da hast du keine Zeit, da rumzuschauen. Aber wenn ist du dann... Ist auch zu flach wahrscheinlich im Vergleich zur Nordschleife, weil du ja immer ebenerdig fährst quasi, nicht? Ja, aber wenn du dann hier hinten wieder aufs NASCAR rausfährst, dann ist die normale Linie, du fährst halt hoch ins Banking und lässt dich dann wieder so runterfallen, dann siehst du schon ein bisschen, was im Infield abgeht. Und in dem Banking kannst du ja gefühlt auch zwei Kaffee trinken, bis du dann wieder bremsen musst. Also da kriegst du schon ein bisschen mit. Aber der ganze Aufbau vorher mit Fahrerparade und das alles. Ich war auch schon mal beim NASCAR-Rennen, also beim Daytona 500. Ist aber, ich glaube, da war noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Da diese ganze Show, die aufgebaut ist, ne, und
dieses Spektakel zu dem Boogity Boogity Boogity, jetzt ist Green, das ist ja Wahnsinn. Also die fahren ja gefühlt 20 Aufwärmrunden, dann fahren irgendwelche Jungs mit American Chopper davor her, Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, alles, bis es dann letztendlich mal losgeht. Also man kann ja von den Amis halten, was man möchte, aber eine Show zu inszenieren und auf den Punkt diese Spannung aufzubauen, das beherrschen die meiner Meinung nach wie keine anderen. Also eine bei Sache, jedem Sportteil. Eine Sache, die ich noch so faszinierend gefunden habe, als ich zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber einmal da gewesen bin, war Peter Reinisch, ehemaliger Gruppe C Teammanager, war Teammanager bei irgendeinem, ich glaube Walter Brun ist damals eine Viper oder irgendwie sowas gefahren und Peter war Teammanager und wollte mir unbedingt irgendwas erzählen. Und wie er immer ist, redet der ja ohne Punkt und Komma. Und parallel wurde dann immer durchgesagt, jetzt ist die Fahrerbesprechung. Und ich bin dann mit Peter quasi mitgegangen in Richtung dieses Karrees, wo die Fahrerbesprechung stattfindet in Daytona. Das sind ja eigens dafür aufgebaute Tribünen, wo vielleicht 8000 Leute reinpassen würden, nur in die Fahrerbesprechung, so groß ist dieser Raum. Und bin dann da quasi mit hineingeschwemmt worden. Ich wollte da gar nicht rein in eure Fahrerbesprechung, aber weil Peter nicht aufhörte zu reden, hat er mich da quasi mit reingezogen wie so ein Strudel. Und dann saß ich da die eine Stunde oder wie lange das dauert in dieser Fahrerbesprechung und habe mir angehört, was ihr euch da alles erzählen, was ihr beim Rennen zu tun und zu lassen habt, unfreiwilligerweise. Und sah dann irgendwann einmal diese Besonderheit des Priesters, den ihr da, der euch da einsegnet, der Predigt hält und euch einsegnet. Es gibt in Amerika dieses Motor Racing Outreach, so heißt das, also eine eigene Pfarrgemeinde quasi für den Motorsport. Und dann tauchte irgendwann, stand dieser Pfarrer, dieser Priester auf und hielt seine Predigt und segnete euch ein. Dann gab es nachher das gemeinsame Gebet, wo alle aufstehen mussten. Und das war das Jahr, wo Dale Earnhardt und Dale Earnhardt Jr. Corvette gefahren sind. Die ersten, die aufgesprungen sind, habe ich zufälligerweise gesehen, bei diesem Gebet, das ihr hinstellten mussten, war ausgerechnet der alte, harte Knochen Dale Earnhardt, der als allererster sich hingestellt hat und die Hände gefaltet hat. Ja, das ist, also ich weiß noch ganz genau, ich bin das erste Mal in Daytona gewesen 2000 und bin dann da gefahren und dann, wie gesagt, zu dieser Fahrerbesprechung. Und auf einmal stehen die da alle auf und Cappies runter und teilweise Hand an Herz und so. Und da habe ich gedacht, was stimmt denn nicht mit denen hier? Ne? Aber das war halt so ein Ritual. Dann ist ja auch oftmals sonntags dann nochmal eine extra Church für die Fahrer. Das kommt eigentlich so aus dem NASCAR. Das machen die immer. Die haben ja auch im Infield gibt es ja da auch im Kindergarten, da gibt es einen Kinderspielplatz, weil die ganzen NASCAR-Fahrer natürlich, wenn die 50 Rennen im Jahr fahren oder wie viel, die reisen mit ihrem kompletten Tross an. Also Nanny, Frau, Kinder, Oma, Opa, da ist alles da. Und die gehen dann wirklich sonntags vorm Rennen in die Kirche nochmal. Und das hat sich dann so, dass sie gesagt haben, okay, bei den Sportwagenrennen machen wir dann auch einen kleinen Gottesdienst und du kennst ihn bestimmt noch, Terry Bocella ist ja auch ja, genau, Vater, ja. Ja. Auch Fahrer. Der hat dann da auch immer sein Gebet abgesprochen. Es ist also, wenn man jetzt nicht unbedingt ein gläubiger Mensch ist, so wie ich das bin, geht einem das schon manchmal auf den Sack so ein bisschen. Aber mein Gott, jeder, der da fährt, das sind halt so die Besonderheiten in Amerika und da hat man sich mit zu arrangieren oder wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr da drauf, dann fährst du halt dann nicht mehr. Aber ich habe immer das Gefühl, auch jetzt dieses Wochenende, ich bin ja, wie man sieht, nicht da, sondern mache das Ganze aus der Ferne, logischerweise wegen Corona. Die Leute, mit denen ich da jetzt in Kontakt stehe, für die Podcasts, die wir ja auch parallel produzieren, die ganzen Deutschen, mit denen ich da hin und her WhatsApp und Sprachnachrichten mir organisiere, die sind alle jedes Mal wieder aufs Neue begeistert davon, wenn du in Amerika fahren darfst, eben weil du, wie du es ja auch schon öfter gesagt hast, eine völlig andere Atmosphäre hast. Ich habe gerade auch noch mit Mike Rockenfeller telefoniert vor 2 Tagen, der mich noch angerufen hat, weil er da drüben einen Cadillac DPI fährt. Er sagte, sein Ziel sei nun, nach dem Ableben des DTM, auf jeden Fall in Amerika wieder mehr Fuß zu fassen, weil es einfach, auf gut Deutsch gesagt, geiler ist, da zu fahren als in Europa und erst recht in Deutschland. Ja, absolut. Also das war ja schon immer so. Es geht schon los mit den Strecken. Ja? Beispiel Daytona, Sebring, Road America und in Deutschland hast du Lausitzring, Oschersleben und Hockenheim, wenn es gut läuft. Also das ist schon mal eine ganz andere Liga. Plus die ganze Atmosphäre in Amerika, das ist, ich will nicht sagen unprofessioneller, aber das ist halt alles viel lockerer. Die nehmen sich nicht alle so furchtbar ernst.
Das ist, man kann das auch schwer beschreiben. Also es ist ein ganz, ganz spezielles Flair, wenn man da in die Fahrerlager reingeht und sich auf den Rennplatz, den Rennzirkus befindet. Es kann natürlich auch ganz gut sein, dass du aus irgendeinem Meeting kommst und da sitzt irgendein Fan im Auto, ne? Weil oftmals wird ja da aus Zelten heraus gearbeitet oder Boxen. Aber die Boxen sind halt nicht so, wie wir das in Europa kennen. Vorne Sichtschutz, hinten Sichtschutz, dann noch Security, Absperrbänder, sondern die sind halt auf. Und es wird auch gewünscht und verlangt von den Zuschauern, dass sie sich da einbringen, ne? Die ganzen Autogrammstunden, was dann irgendwann die Europäer auch mal begriffen haben, dass man ja ein bisschen was für die Fans tun soll, das kommt ja alles aus Amerika. Ja. Also das war da schon immer gang und gäbe. Und beim Daytona 24-Stunden-Rennen ist es wirklich so, dass jeder Fahrer von jedem Team da auf der Reihe sitzt und schreibt seine Autogramme. Und die Fans stellen sich an und bringen irgendwelche Souvenirs, Andenksel oder sonst irgendwas mit, die du dann da unterschreiben kannst. Und ich finde, das ist eine super Sache. Also du hast auch immer Zeit, dich mal mit den Fans zu unterhalten und zu sagen, hey, was gefällt euch? Was gefällt euch nicht? Was können wir da vielleicht besser machen und so? Also da ist viel mehr ein Miteinander. Und die Amis haben's halt verstanden. Meiner Meinung nach wie kein zweiter Serienaustrager, dass sie sagen, wir müssen hier Entertainment schaffen. Ja, wenn du in Daytona im Infield, da gibt es halt, gut, jetzt mit Corona weiß man natürlich nicht, aber vorher, da gab es riesen Barbecue und Show hier und Show da, Radwechselservice und so weiter und so fort, wo die Leute wirklich sich so ein bisschen als Teil des Teams fühlen konnten. Und das ist ja super. Und das siehst du ja auch, transferiert sich direkt auf die Rennstrecke, denn du hast ja fast jedes Mal, außer das Rennen nimmt irgendwie einen völlig ungewöhnlichen Verlauf, fast jedes Mal eine Entscheidung auf den allerletzten Drücker. Die fahren da quasi, sagen wir mal, 16 Stunden vor sich hin, immer wieder eingefangen von Safety Cars, können sich dabei sogar zurückrunden, weil es diesen Wave-Buy gibt. Und nur alles darauf ausgelegt, dass die Entscheidung tunlichst erst in den letzten 4 Stunden so langsam anfängt zu fallen. Und tatsächlich fällt sie dann aber meistens in der letzten halben bis Viertelstunde. Das kriegen sie immer irgendwie hin. Und es wird auch respektiert. Da sagt irgendwie keiner von euch Rennfahrern, das ist aber alles künstlich gemacht und das nervt mich, sondern das ist einfach so. Es gehört zu dieser Folklore des Rennens mit dazu. Ja, absolut. Daytona war schon immer so, du rollst mal mit los, dann musst du durch die Nacht kommen, weil Daytona, wie gesagt, auch durch die vielen Gentleman-Fahrer und so, da passiert immer sehr, sehr viel. Und wenn du dann irgendwann, die Nacht ist sehr lang in Daytona, weil es wird früh dunkel, spät wieder hell, wobei es nicht richtig dunkel ist durch diese massiven Flutlichtstrahler, die da haben. Aber dann, so wie du sagst, so die letzten 3, 4 Stunden fängst du dann an, rückwärts zu rechnen und dann heißt dann so, jetzt Attacke. Und dann baut sich das so auf und immer wenn du denkst, ah, der und der, der hat jetzt diesen Vorteil, bumm, Safety Car. Ja, also es haben schon Leute Daytona gewonnen, die na, ich glaube, 4 Stunden vor Schluss 2 Runden zurück waren. Dann gab es das Wave-By, wieder eine Runde gut gemacht, bomb, nächste Wave-By wieder und dann waren sie in der Lead Lap und dann ging es Attacke und wir haben das Ding gewonnen. Also das ist ja dieses, klar, als Fahrer ist das natürlich, da könntest du im Strahl kotzen. Ja, da hast du dir 20 Sekunden rausgefahren und dann auf einmal Safety Car, bumm, sind sie alle wieder da. Aber das gehört halt zu dem Rennen dazu und deshalb kann man meiner Meinung nach bei diesem Rennen auch nicht sagen, dass der Favorit oder die Fahrer, natürlich fahren viele da um Sieg mit, weil das Feld ist die letzten, ich würde mal sagen, 5, 6, 7 Jahre, gerade weil so viele IndyCar-Fahrer jetzt beim Rocky fährt, Jimmy Johnson, der kann ja auch ein bisschen am Lenkrad kurbeln. Das Fahrerfeld ist natürlich die letzten paar Jahre, was die Namen angeht, aber auch eigentlich die reine Qualität sehr gestiegen. Und deshalb kann man es noch weniger vorhersagen oder voraussagen, wer dann am Ende ganz weit vorne sein wird. Scheint ja so zu sein, dass die Cadillac per se einen kleinen Vorteil haben. Wir reden ja im Prinzip bei diesen Autos von
nicht von LMP1-Autos, sondern von LMP2 mit einer anderen Optik und einer anderen Motorisierung, als sie bei den 24 Stunden von Le Mans fahren. Also es gibt den 5,5 Liter großen Cadillac, das basiert auf einem Serienmotor. Dann gibt es einen kleinen Mazda, ich glaube 2 Liter Turbohubraum. Und es gibt den Honda Acura, der auch mit einem Serienmotor aus irgendeinem Honda Minivan ursprünglich aus der Serie bedient ist, der aber natürlich getunt wurde von HPD in Amerika auf ein Niveau, dass sie damit sogar die Meisterschaft gewonnen haben in den vergangenen Jahren. Das sind beides Turbos, der Mazda und der Honda. Und der Cadillac ist halt ein saurer klassischer Prägung. Der Acura ist der, der hinter mir an der Wand hängt, auf dem Cover der letzten Ausgabe. Der Cadillac scheint zumindest in Daytona ja immer einen kleinen Vorteil zu haben. Ja, also eins ist mal sicher, diese ganze DPI oder Daytona Prototypen ist ja entstanden aus der früheren Grand Am. So, jetzt jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß, die Franz-Familie ist Chef von NASCAR. Denen gehört gefühlt halb Daytona oder drei Viertel von Daytona. Und der Jim Franz, der ja auch jahrelang selber Teams betreut hat oder mitbetreut hat oder finanziert hat, wie auch immer, das ist halt so sein Baby. Deshalb gehe ich davon aus, und da sind wir wieder bei unserem geliebtesten Hasswort, das es überhaupt gibt, Balance of Performance, dass die Cadillacs, alles, was so unter der Regie der Franz-Familie ist, da nicht schlecht aussehen wird. Das mag vielleicht eine Verschwörung sein, aber die letzten Jahre haben es bestätigt. Wenn es dann drauf ankommt, sind die Cadillacs da. Die drehen dann irgendwie am Kabel und dann auf einmal sind sie schnell. Bei den Vortests oder diesem Qualifikationsrennen, was ja jetzt neu war, letztes Wochenende, da kam ja schon, also ich weiß zum Beispiel von einem Team, was einen Aston einsetzt und so, und die machen alle dieses sogenannte Sandbagging. Das heißt, keiner lässt sich wirklich in die Karten gucken, damit sie für das große Rennen nicht noch schlechter eingestuft werden und somit eine bessere Chance haben auf den Gesamtsieg. Wie die Karten da gemischt sind, wird man erst sehen, so ab dem zweiten, dritten Stint im Rennen. Meiner Meinung nach, das war in der Vergangenheit oftmals so, dass dann auf einmal einer aus dem Nichts kam und die anderen sind halt mehr oder weniger gleich gefahren und der fährt halt mal eine Sekunde oder anderthalb schneller. Also du hast ja mittlerweile, obwohl die das hier sehr, sehr gut überwachen können in Amerika, also gerade hier um Jeff Carter und Konsorten, die haben das schon gut im Blick. Aber auf der anderen Seite hast du bei den Teams natürlich Ingenieure und auch bei den Herstellern, ob es jetzt Cadillac ist oder Honda, da sitzen welche wie sagt man, am Prüfstand und die versuchen ja das ganze Jahr nichts anderes als die Offiziellen auszutricksen. Mit irgendwelchen Leistungsparameter, die sie verschieben können und dann auf Bedarf abrufen. Also das ist immer ein Thema, war schon immer ein Thema in Daytona und das werden wir dieses Jahr auch wieder sehen. Also ich glaube nicht, dass derjenige, der vom Pole startet, letztendlich auch dort Rennen gewinnen wird. Ich finde das nur lustig, weil dieses POP-Thema ist natürlich auch in den GT-Klassen dann immer währendes. Ich war letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr durfte ich da ja noch hin zu diesem Rennen. Da war ich am, ich glaube, Freitagabend mit Earl Bamber essen von Porsche und der mir gesagt hat, wir haben beim Vortest, damals war der Raw ja noch zwischen den Jahren quasi, ganz am Jahresanfang vor der Rallye Dakar, hat er gesagt, wir haben beim Vortest gesehen beim Raw, dass der BMW in der Steilkurve auf die Bremse geht. Ich dachte, was ist da los? Hat er, das ist offensichtlich, um da eine schlechtere BOP zu holen, verzögern die und bremsen die sogar in der Steilkurve. Da muss ich aber auch sagen, so dämlich sind die IMSA-Ingenieure jetzt nicht, dass die nicht erkennen würden, dass da einer in der Steilkurve, wo du Vollgas fahren kannst, plötzlich auf die Bremse tappt, oder? Nee, absolut nicht. Aber also ich kann es dir ja erzählen, ich weiß ja aus der Vergangenheit, du kriegst da eine sogenannte Ja. Target-Rundenzeit vorgegeben. Und da gibt es natürlich Fahrer, die halten sich dran. Und manche Fahrer halten sich nicht dran, ne? Und wenn die dann irgendwann auf dem Funk gesagt kriegen, ey, watch target, und die sehen, oh Scheiße, ich bin eine Sekunde, und dann Panik und dann bremsen die. Das ist natürlich doof, weil das sieht ja direkt jeder.
Und es ist ja nicht so, dass nur die reinen Rundenzeiten gemessen werden, sondern da gibt es die ganzen Daten, also die Datenchips. Du kannst ja mit so einem USB oder SD-Karte kannst du ja die Daten vom Auto ziehen und die musst du an die Offiziellen geben. Oder es kommt ein Offizieller und zieht den Chip selber. Und dann sieht der ganz genau, wenn du im Banking 100% Volllast und auf einmal hast du da 20% Bremsdruck, da sagt er auch, Freunde, so nicht. Ne? Aber wie gesagt, also die gute Variante ist immer, wenn man viel Lift and Coast macht. Also du gehst früh vom Gas weg und lässt rollen und kannst dann argumentieren, ja, aber wir haben so einen hohen Spritverbrauch, dass wir nicht voll durchziehen können, weil wir sonst zu früh tanken müssen. Und dann im Rennen ist der Spritverbrauch aus Zauberhand auf einmal nicht mehr so hoch. Also solche Sachen. Oder es gibt auch, die Autos werden ja auch gewogen. Also du hast ja immer wieder so sogenannte Tech-Sessions, wo dann ein Offizieller kommt und sagst, du mit deinem Auto musst jetzt hier zu uns. Das heißt, selbst wenn du das Auto schwerer machst oder du fährst immer nur mit vollen Tanks und so, das sehen die alles. Also die haben schon sehr, sehr viele Parameter, wo sie das überprüfen können und den Jungs auf die Finger schauen und sagen, hier, ihr bescheißt hier die anderen, lasst das mal lieber. Aber irgendeiner ist halt immer schlauer und hat irgendwas in der Hinterhand. War ja auch ein Thema direkt nach dem Raw schon. Ich habe es in einem der Podcasts, die wir zwischen dem Raw und jetzt gemacht haben, auch schon mal angesprochen und thematisiert, dass Pippo Derani war es, glaube ich, der die Pole, das Quali-Rennen gewonnen hat, gleich gesagt hat, die Mazda und Acura spielen da ganz offensichtlich mit der Balance of Performance, weil sie im ersten und zweiten Sektor schnell sind und im dritten, der eigentlich nur daraus besteht, durch die Schikane zu kommen und dann aufs Banking einzubiegen, das kann fast jeder. Da verlieren sie plötzlich Zeit auf uns im Quali-Rennen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Das sei ein Indiz dafür, Ja. dass man da getrickst hätte. Ja, natürlich ist es so, dass du, wenn du einen Turbomotor, so wie der Mazda oder der Acura sind, kannst du natürlich mit dem Ladedruck ein bisschen spielen. Oder der Ladedruck ist natürlich gleich hoch an der Spitze, aber wie baut der Ladedruck sich auf? Das kannst du natürlich alles ein bisschen beeinflussen. Und das sind halt so die Stellschrauben, wie ich eben schon erwähnt habe, wo dann im Rennen auf einmal siehst du, oh, der ist jetzt 6, 7 km/h schneller als beim Vortest. Und das ist immer ein ganz klares Indiz dafür, dass du, dass da vorher ja ein bisschen Sandbagging betrieben wird. Aber seit dem Thema Balance of Performance besteht das. Und solange dieses Balance of Performance besteht, wird das auch immer so gemacht werden. Weil derjenige, der ehrlich ist und sagt, wir fahren mit unserer Karre, was gibst du, was hast du, volle Möhre drauf, der wird bestraft. Also musst du eigentlich, weil dann heißt ja, du warst zu schnell, ja, aber die anderen haben ja nicht alles gezeigt, ja, interessiert nicht, du warst aber zu schnell. Also kriegst du fürs Rennen eine schlechtere Balance of Performance, kriegst Gewicht rein, kleineren Restriktor, die Turbo-Autos kriegen weniger Ladedruck oder du kannst ja mittlerweile den Ladedruck auch in verschiedenen Gängen, in verschiedenen Drehzahlbereichen anpassen. So, und jeder, der schon mal so ein Turbinchen gefahren ist, weiß, der braucht halt Luft und Druck, sonst geht da nichts. Und das sind halt alles so Sachen, wo die Offiziellen dann ein Auge drauf haben und werden da Maßnahmen ergreifen. Oder dein Tankvolumen wird verkürzt, dass du dann über die Distanz auf einmal einen Stopp mehr machen musst. Das sind alles so Sachen, die muss man da vorher auf dem Schirm haben. Sie haben jetzt gesagt, die Offiziellen nach dem Raw, nach diesem Qualifikationsrennen, hätten sich die Daten angeschaut. Die seien alle innerhalb von 0,2 Sekunden die Top-Autos pro Runde. Und deswegen gäbe es keinen Bedarf, da irgendwas jetzt noch neu einzustufen vorm Start des heute beginnenden Rennens. Also 0,2 für innerhalb von 0,2 der Cadillac, der Mazda und der Acura. Da wird es dann viel, glaube ich, drauf ankommen, letztlich, welches Team das Beste von den Ganzen ist. Bei Acura gibt es ziemlich viel Umschichterei. Penske als Meistermannschaft ist raus. Die haben sich stattdessen mit Wayne Taylor verbündet, der lange Zeit einen Cadillac eingesetzt hat, mit Cadillac dreimal das Rennen gewonnen hat. Gleichzeitig gibt es bei Whelan Engineering, also bei Action Express, ein neues Team, wo unter anderem Mike Rockenfeller mitfährt zum ersten Mal in einem neuen, aktuellen DPI, wo, wie du gerade sagtest, Jimmy Johnson mitfährt, wo aber auch unser Kolumnist Simon Pagenaud, er hier, der Indy 500-Sieger von vor ein paar Jahren, der ist in diesem Auto mit dabei.
und Kamui Kobayashi, das war die Geschichte über Pagano und Kamui Kobayashi. Das sind also schon Aufgebote, wo man sagen muss, das ist momentan alles neu zusammengewürfelt und schwer einzuschätzen vorab, wer da tatsächlich sich wie drauf einstellt auf diese Autos, oder? Ja, also da ich ja immer professionell vorbereitet bin, habe ich mir hier mal die Starterliste rausgesucht. Ja. Also wenn ich einfach nur die Eins, also Ganassi, wissen wir, ist immer eine Bank in Daytona. So, jetzt fährt bei Ganassi, fährt Renger van der Sande, Kevin Magnussen und Scott Dixon. Also das ist rein auf dem Papier, würde ich mal sagen, gehören das, ist das mit das Favoritenauto um den Gesamtsieg. Ja, weil aber die das Truppe Auto ist ja gerade erst fertig geworden. Das ist ja die nächste Frage. Dieses Ding ist ja quasi noch warm von der Montagehalle. Ja. Das ist natürlich ein Thema, wobei die Prototypen, wenn die von einem anständigen Team, und ich behaupte mal, Ganassi ist ein sehr, sehr anständiges Team, vorbereitet sind, aufgebaut sind, sollte das funktionieren. Natürlich hast du immer die Möglichkeit, dass du irgendeinen Bug drin hast, mal ganz grobes Wort, Elektronik, da hast du irgendwo was drin, da geht dein Shift-Actuator nicht mehr und dann stehst du in der Box. Aber rein vom Fahrerkader ist das natürlich absolut ein Brett und das von dir eben angesprochene Auto hier, Jimmy Johnson, Kobayashi, Pagano, Rockefeller, also die können auch alle ein bisschen am Lenkrad kurbeln. Da gibt es einige und dann haben wir hier noch die 60er Meyer Schenk Racing, das ist ja immer so ein bisschen der Underdog gegen die Großen, gegen Mazda, gegen Penske, gegen Ganassi, aber die haben in der Vergangenheit auch schon gezeigt, dass sie es können. Und da fährt hier Dame Cameron, Oliver Pla, dann den werden wahrscheinlich viele kennen, Juan Pablo Montoya und AJ Allmendinger. Also das sind alles Jungs, die machen mal richtig Alarm, wenn es darauf ankommt. Und ja, Meyer Schenk also, ist eigentlich quasi das Nachfolgeteam von Penske als werksunterstützte Mannschaft bei Acura mit Montoya und mit Cameron, weil das waren ja die Meister der letzten Jahre. Ja. Und also ich wäre nicht zu kühn, irgendeine Summe auf irgendeins von den Autos zu setzen, weil, wie gesagt, Ganassi ist zwar eine eingespielte Truppe, die sind auch meines Wissens so in dieser Konstellation schon mal zusammen gefahren, aber wie du sagst, das Auto ist quasi noch warm, ist noch backofenfrisch quasi und da kann immer was passieren und alle anderen, es werden auch mit Sicherheit ein, zwei Unfälle geben, das hast du immer in Daytona, dass du, gerade wenn du im Prototypen fährst, ist eigentlich so ein Gentleman's Agreement, du fährst auf dem Banking und du fährst oben raus. So, jetzt hast du aber die GTLMs und GT3, wenn die untereinander am Battlen sind, fahren die auch nach oben. Also da kann es schon mal ganz schnell zu Missverständnissen kommen. Und dann haben wir in Daytona, ist ja keine Seltenheit, haben wir das schon ganz oft gesehen, dass die schon mal zu dritt, zu viert nebeneinander durch das Banking hämmern mit über 300. Also da braucht mal einer falsch einatmen und berühren sich da. Also da ist hast du schon im GT-Bereich als auch im Prototypenbereich die wildesten Sachen gesehen. Eine Sache, die ich, glaube ich, spannend finde zu beobachten während dieses Rennens, ist, wie sich diese NASCAR-Leute an diese DPI-Autos jetzt gewöhnen. Seit es diese Wiedervereinigung gab von Grand-Am und NASCAR, hat die NASCAR ja schon immer darauf Wert gelegt, die Organisation, dass da große Namen mitfahren in der Grand-Am, um die Grand-Am zu stützen, um so Interesse von den NASCAR-Fans rüberzuziehen. Tony Stewart habe ich da mal kennengelernt beim Grand Am Rennen bei euch damals zum Beispiel. Dale Earnhardt ist da mitgefahren. Jetzt ist Jimmy Johnson ist damals schon mitgefahren, siebenfacher NASCAR-Sieger mittlerweile. Simon Pagenaud, unser Kolumnist, hat mir den vorgestellt als, das ist der Michael Schumacher des NASCAR-Sports mit seinen WM-Titeln. Und der ist damals schon gefahren. Ich glaube, der ist auch schon 7 oder 8 Mal 24 Stunden Daytona gefahren, Jimmy Johnson. Ja. Aber jetzt zum ersten Mal mit diesen neuen DPI-Autos. Also zum ersten Mal mit aerodynamisch wirklich stabilen und anspruchsvollen Autos und mit Kohlefaserbremsen. Und der fährt beim Team, wo das Schwesterauto von Pole Sitter, also von Derani und von Felipe Nasr, und der Mann im Hintergrund dieses Teams ist ein gewisser Gary Nelson. Der war früher bei Rick Hendrick, der war früher technischer Inspektor der NASCAR. Den habe ich irgendwann mal kennengelernt beim Petit Le Mans. Mittlerweile schon älterer Oppi, der aber noch sämtliche Tricks und Kniffe natürlich drauf hat von früher. Und der hat mir vorher gesagt, dass ich mit dem mal gesprochen habe vor diesem Wochenende für Johnson, aber auch für Chase Elliott, den NASCAR-Meister, der im anderen Auto sitzt, im Pole-Auto heute. Für die wird es maßgeblich darauf ankommen, wie schnell die kapieren, wie man mit diesen Dingern bremsen muss.
Nämlich nicht wie mit dem Nesca ganz langsam, damit das Auto nicht nach vorne geht, sondern wie das Nesca-Auto es machen würde, sondern tatsächlich voll rein. Dann aber auch tatsächlich so die Scheibe auf Temperatur bringen, dass man nicht zu lange drauf bleibt, weil das Ding dann irgendwann anfängt zu verglasen als Kohlefaser. Und ob die das schnallen, das Bremsen, das ist das Entscheidende, ob die wirklich aus der NASCAR kommend mit einem völlig anderen Bremsverhalten vorne mitfahren können oder nicht. Ja, das ist mit Sicherheit eine sehr große Herausforderung, aber weil du Smoke gerade ansprichst, Tony Stewart, Ja. der ist gefahren damals bei mir im Team oder ich war im Schwesterauto und da fing es auf einmal in der Nacht fürchterlich an zu regnen. Ja, und ich bin da schon mit bisschen älteren Herren gefahren, Andy Wallace und so, die haben alle nachts nicht mehr so gut gesehen und Regen mochten sie auch nicht. Also der Lure ins Auto. Und hinter mir der Stewart. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist ja so eine Maschine. Also der ist ja kein schlanker Kollege, ne? Der kommt dann da angedappt und die NASCAR-Jungs, die fahren ja nie im Regen. Und ich fahre aus der Box raus, der hinter mir, so die ersten paar Meter und tschüss. Und auf einmal kam der Drecksack wieder von hinten. Da habe ich gesagt, was ist denn jetzt los, gell? Ja, und dann habe ich so mit dem gesprochen. Übrigens super, super cool, ganz bodenständig, ganz normal. Und die sagen, dieses Bremsen, ja, aber das Fahren mit dem Prototypen ist für die, weil das Auto von der Funktionalität her und alles, das macht ja großteils das, was du möchtest. So Nesca, wenn du in 200 Metern einlenken willst, dann musst du ja jetzt anfangen. So, und dieses alles bisschen schneller, er hat mir damals gesagt, für ihn ist das eigentlich einfacher, als mit dem Nesca zu fahren, weil alles das funktioniert. Die Bremserei, wie von dir angesprochen, Problem mit Verglasung und so weiter, das müssen die schnell umsetzen. Aber du hast ja in so einem Team drei oder vier Fahrer, komplette Telemetrie, Datenaufzeichnung und so weiter, das werden die schon schnell hinkriegen, weil also ich behaupte mal, es wird keiner siebenmal NASCAR-Champion, wenn der kein technisches Verständnis hat. Und das technische Verständnis oder die technischen Finessen von seinem Ingenieur nicht umsetzen kann. Also da mache ich mir ehrlich gesagt weniger Gedanken. Frage wird sein, wie kommen die Jungs im Verkehr klar? Ja, also wie können die auch den Verkehr lesen mit so einem Prototyp? Weil du kommst ja schon richtig viel schneller an. Gegenüber dem GT3. Das wird, glaube ich, über die Distanz der entscheidende Faktor sein. Wer kommt schnell, aber auch ohne irgendwelche Feindberührungen durch den Verkehr durch? Ein Thema, was mich zugegebenermaßen als Journalist immer peinigt, ist, dass es erstens eine sehr lange Nacht ist, vor allen Dingen aber auch zweitens eine extrem kalte Nacht. Weil wenn ich ja Ja. bis nachts, ich bin nicht die ganze Nacht auf im 24-Stunden-Rennen, aber doch relativ lange. Und wenn ich dann das Pressezentrum ist im Infield eingebettet in die Garage Area, also da, wo die Teams hin müssen, wenn sie ihre Autos nicht in der Box reparieren können, sondern nicht in der Boxengasse, sondern behind the wall, wie es dann heißt, wo sie größere Reparaturen machen müssen. Da kann man also direkt rüberlaufen und man kann auch in wenigen Schritten direkt in die Boxengasse hineinlaufen. Das heißt, ich bin dann da, komme morgens an, frühlingshaftes Wetter, einigermaßen schöne sommerliche Temperaturen, hänge die Jacke über den Sitz im Pressezentrum und gehe dann die ganze Zeit so, wie ich jetzt auch bin, rein und raus. Und tue das natürlich auch nachts, weil ich zu schusselig bin, daran zu denken, dass die Nacht schon längst begonnen hat und extrem, extrem kalt ist. Das dann resultiert, Ja. dass ich jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, eine saubere Erkältung mir ausgefasst habe, weil ich halt auch nachts im kurzärmeligen Hemd in die Boxengasse gestiefelt bin. Ist das für euch auch ein Thema, diese extremen Temperaturschwankungen bei Reifennutzung zum Beispiel? Also ich glaube nicht, dass euch kalt wird, das glaube ich nicht, aber beim Fahren, beim Umgang mit dem Ja, Material. also es gibt ja die berühmte Wall of Shame, das ist der Boxenausgang. Früher war es ja so, dass direkt, wenn die Boxengasse, die hat ja so eine leichte Krümmung, da war dann der Pit Speed Limiter aufgehoben. Und du bist dann natürlich volles Mett da auf diese Mauer zugefahren, kalte Reifen, alles nachts Keine eingelenkt, Heizdecken wohlgemerkt, ne? keine Heizdecken, eingelenkt, ah, bam! In die Mauer. Also ist schon Kobayashi passiert, ist mir einmal passiert. Also da gibt es ganz viele, denen das passiert ist. Aus diesem Grund haben sie jetzt das Pit Speed Limit um diese Ecke verlängert und danach ist es auch freigegeben. Aber es war ein Jahr, ich weiß noch, dann war ich kurz im Hotel, duschen, umziehen, komm raus und denk,
Hör mal, was ist denn mit dir los? Da waren wirklich Eiszapfen an den Palmen dran. Und du fährst dann nachts raus und das war mit dem Daytona-Prototypen wirklich kritisch. Also Infield bist du gefahren wie auf rohen Eiern. Also es ist wie wirklich, wenn du auf geschlossener Schneedecke mit Sommerreifen unterwegs bist. Das Auto nur gerade stellen, bloß keinen Lenkwinkel haben beim Bremsen, weil direkt alles stehen bleibt und dann geht es geradeaus. Und dann aufs Banking drauf, wenn du erstmal heißt hier Full Tilt und du gehst da die Gänge durch, also von 2 auf 3, 3 auf 4, dann kommt der Koffer richtig quer und dreht durch. Und du merkst halt, dass die Reifen, die für diese Temperaturen einfach nicht ausgelegt sind. Und das dauert 3, 4 Runden, bis du einigermaßen ein Gefühl hast. Und das ist ganz entscheidend. Da kannst du natürlich unendlich Zeit gut machen, aber auch unendlich viel Zeit verlieren. Und wenn du ganz der Depp bist, legst du die Karre ab in der Outlap. Also das sind sehr, sehr schmaler und gefährlicher Grat. Und klar, je kälter das ist, desto länger dauert das, bis die Reifen auf Betriebstemperatur kommen. Natürlich hast du die Bremsen heiß und so, aber der Gummi, der ist ja null. Also da ist ja nichts drin an Temperatur und keine Heizdecken oder Heizzelte, alles verboten. Also da musst du schon teilweise am Lenkrad kurbeln, wenn du da auf der Outlap bist. Aber ja, wenn du morgens um 4 Uhr wieder einsteigen musst und bist noch so leicht schläfig und wenn der Koffer das erste Mal ausbricht, dann bist du hallo wach. Wirkt besser wie ein Kaffee. Ist das der Grund, warum alle immer sagen, du musst zuerst einmal die Nacht überleben und dann kannst du dir Gedanken machen, wie du ab 11 Uhr, 12 Uhr loslegst? Ja, absolut. Also durch die Nacht zu kommen, dann hast du natürlich. Du fährst dann mit dem Prototypen raus, willst natürlich kein GT-Auto vorbeilassen, weil das kostet ja dann wieder Zeit, wieder zu überholen. Das heißt, du gehst so ein hohes Risiko, damit du irgendwie vor denen bleiben kannst, zumindest durchs Infield, bis dann hinten wieder aufs Banking geht. Und das, wie gesagt, ist wirklich sehr, sehr schwer. Also da kannst du auch Nürburgring, Le Mans und so was in der Nacht alles vergessen, weil da hast du überall geheizte Reifen. Da fährst du aus der Box raus und gibst ihm. Ja, und hier ist da wirklich Fingerspitzengefühl gefragt. Und das ist mit einer der Hauptgründe, warum du durch die Nacht kommen musst. Dann, wenn die Sonne aufgeht, das ist auch, dauert sehr lange, weil dieses Banking ja so unwahrscheinlich hoch ist, bis die Sonne mal da drüber ist und den Asphalt wieder mit ihrer Wärme aufheizt, das dauert auch ein bisschen. Also das ist alles so ein bisschen verschoben in Daytona. Wie gesagt, es wird früh dunkel, es wird spät hell. Du siehst dann schon, wenn du durchs Banking fährst, du siehst schon am Horizont, ah, da kommt jetzt Tageslicht. Aber es ist noch kein Tageslicht im Infield oder hinten an der Schikane. Und ja, sobald das dann ist und der Asphalt ist ein bisschen aufgeheizt, dann ist, sag mal, die kritische Phase vorbei. Und dann fängst du eigentlich, sobald du die Nacht überlebt hast, fangen die Ingenieure an, zurückzurechnen. Also vom Finish bis da, wo du bist. Und dann wird alles nur noch darauf gerechnet, machen wir jetzt den Splash, damit wir den am Ende vom Rennen nicht machen müssen. Also normalerweise ist Daytona so, du hast deine normalen Stops plus ein Splash. Und diesen Splash versuchst du so schnell wie möglich loszuwerden, dass du nach hinten raus die vollen Stints fahren kannst. Was dann auch, wenn du eine sehr, sehr lange Safety-Car-Phase hast, du gibst dann, ich sag mal, die sogenannte Track-Position so früh wie es geht auf, damit dein Auto voll ist mit Sprit und du da am Ende vom Stint, am Ende vom Rennen deinen Splash weg hast. Dann verlierst du natürlich Track Position, also Position auf der Strecke. Hast du den aber nachher wieder gut gemacht, dann bist du auf einmal vorne, obwohl gar keiner mit dir rechnet, weil du deinen Splash so früh am Rennen schon weg hast. Und das sind halt so also Daytona ist, würde ich mal sagen, für die Ingenieure mit einer der größten Herausforderungen, was die 24-Stunden-Rennen angeht. Dann würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze doch mal in Ruhe an, zusammen an diesem Wochenende und verabreden uns für eine Nachberichterstattung, eine Nachbereitung Anfang kommender Woche, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
Man kann es ja schauen hier in Europa, kann man ja über IMSA oder Motorvision oder was auch immer, aber da gibt es ja mit Sicherheit bei dir auf Pitwalk, du wirst ja da mit Sicherheit mal einen Link posten oder irgendwas, dass jeder interessiert da mal reinschauen kann. Wir haben natürlich auch auf pitwalk.de dann die ganzen Podcasts, die wir dir regelmäßig bringen werden, mit Stimmen direkt während des Rennens, die rüberkommen, trotz Corona. Also da gibt es schon jede Menge Mittel und Wege, das zu schauen. IMSA Ja. TV, pitwalk.de natürlich mit der Podcasterei. Und wir reden am Montag weiter, würde ich sagen, oder am Dienstag, je nach Lust und Laune. So machen wir das. In diesem Sinne ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Viel Spaß mit Daytona. Ciao. Das 24-Stunden-Rennen von Daytona ist in diesem Jahr rechtlich schwierig zu verfolgen, hier aus Deutschland heraus. Es gibt keine Fernsehübertragung im Free TV, keine nennenswerte Fernsehpräsenz also. Und auch als Journalist ist man ja momentan schwer eingeschränkt in seinen Handlungsmöglichkeiten. Normalerweise wäre ich jetzt auch drüben in Florida, so mache ich das aus der Ferne. Aber ich habe natürlich unseren singenden Draht wieder aktiviert. Wir produzieren und veröffentlichen bereits die ganze Woche über eine ganze Reihe von Podcasts unserer Pitcast-Reihe, jeweils brandaktuell mit Stimmen direkt aus dem Fahrerlager von allen wichtigen deutschsprachigen Teilnehmern, aber auch von beispielsweise Simon Pagenaud. Alles, was wir dort erwischen können im entfernten Fahrerlager von Daytona, wird auch mitverarbeitet, sodass ihr bei uns dank der Pitwalk Collection auf allen Kanälen auf dem Laufenden bleiben werdet, was das 24-Stunden-Rennen von Daytona angeht. Der nächste Podcast, der wird auch schon heute online gehen. Da wird Indy 500 Gesamtsieger Simon Pagenaud, der dieses riesige Rennen in Indianapolis vor 2 Jahren gewonnen hat, exklusive Einblicke geben nach seinem Teamwechsel von Penske zur neuen Mannschaft von Action Express, unter anderem als Teamkollege von Mike Rockenfeller. Und Rocky, ich hatte es ja gerade gesagt im Podcast, im Videotalk mit Lukas Luhr, war auch schon zu Gast in einem unserer Podcasts. Der ist noch der erste auf der Internetseite pitwalk.de oder bei allen Podcatchern, wenn ihr dort den Suchbegriff Pitcast eingebt. Das wird bald abgelöst durch seinen Teamkollegen Simon Pagenaud und so geht es dann am laufenden Band weiter. Es gibt eine nicht enden wollende Kette von Informationen von Daytona rüber zu uns nach Ostfriesland in den Redaktionssitz, in den Newsroom der Pitwalk Collection. Und das wird alles entsprechend übers Wochenende verarbeitet. Bei uns verpasst ihr dank unserer vielen Formate nichts vom 24-Stunden-Rennen aus Daytona. Und gleichzeitig bereite ich auch schon die nächsten Talks und die nächsten Einzelstudiositzungen vor, weil wir noch ein bisschen mehr über die Rallye Dakar reden müssen, die euch ja so sehr gefallen hat, vor allen Dingen hier auf YouTube bei der Zeitschrift Pitwalk als meine Gäste in unseren Morgenlagen zum größten Abenteuer des Motorsports. Kommende Woche steht schon die nächste Marathon-Rallye-Veranstaltung an, die Baja Nordrussischer Wald, eine Wintersportveranstaltung zum Zittern und Frieren, der einzige Marathonlauf mit Spike-Reifen überhaupt. Bevor wir so weit kommen und wir uns auch damit beschäftigen, gibt es nochmal 2, 3 Abrisse über die Rallye Dakar mit ein paar Hintergründen, die ich in der Zwischenzeit rausrecherchiert habe am Telefon mit den Teilnehmern, die wieder zurückgekommen sind aus Saudi-Arabien. Das Ganze, ein Teil davon, nimmt Einfluss und Eingang in die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wo die Rallye Dakar ungefähr, ne, das erste Heftdrittel ein bisschen mehr einnehmen wird mit verschiedenen Hintergrundthemen. Aber dann gibt es noch viel zu erzählen als Ergänzung dazu hier für unseren YouTube-Channel. Also da gibt es eine ganze Menge. Nach dem heutigen Talk mit Lukas Luhr geht es bald weiter mit Einzelformaten über die Rallye Dakar und dann weiter zur Baja Nordrussischer Wald, dem ersten Lauf zum Baja Weltpokal. Dranbleiben auf allen Kanälen der Pitwalk Collection lohnt sich also die Podcasts an diesem Wochenende aus Daytona, danach die Videos und dann ist es ja auch bald schon wieder soweit mit der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, die das Erbe antreten wird von ihr hier, von der 10-jährigen Jubiläumsausgabe von Pitwalk. Also es lohnt sich, uns immer genau im Auge zu behalten. Denn bei uns entgeht euch nichts, was im Motorsport wichtig ist. Darum danke fürs Einschalten, danke fürs Liken, Abonnieren, Weiterempfehlen und auch fürs Kommentieren hier unten in den Kommentarspalten.
Ich freue mich über jede Rückmeldung und ich werde auch auf viele Rückmeldungen immer wieder direkt eingehen in den nächsten Ausgaben, sei es im Podcast oder sei es im YouTube-Format hier auf unserem YouTube-Channel. Bis bald, danke fürs Gucken, euer Norbert Okenga.